Wer beruflich mit der Inhalation von medizinischem Cannabis zu tun hat, ist vielleicht schon mal über eines dieser Geräte gestolpert. Dies hier ist der Volcano Medic, den mir die Firma Storz & Bickel überlassen hat. Wenn ich medizinisches Cannabis zu mir nehmen möchte, also Cannabisblüten vornehmlich, bin ich darauf angewiesen, das über einen sogenannten Vaporisator oder Vaporizer zu machen. Alternativen sind Tee kochen oder Kekse backen. Die Inhalation über Zigaretten wird natürlich nicht empfohlen, da die selber gesundheitsschädlich ist. Wenn ich den Volcano Medic das erste Mal auspacke, dann werde ich ein bisschen erschlagen von der Fülle an Inhalt. Das wäre erst einmal natürlich das Gerät an sich. Der Volcano Medic ist nicht sehr handlich, ja, ist aber auch nicht für die Benutzung unterwegs gedacht. Neben dem Volcano selbst enthält der Umkarton noch diverse kleine Kästchen aus Plastik. Da drin sind die Ballons, über die inhaliert wird, hier inklusive Mundstück. Ich habe es mal ausgepackt. Das ist dann ein großer Ballon. Wie der benutzt wird, dazu komme ich später. Und das wichtigste Teil, die Füllkammer. Hier kommt letzten Endes das Cannabis oder auch eine andere Art von Substanz, die ich inhalieren möchte, hinein. Wie befülle ich den Volcano richtig? Ich schraube hier einmal auf, habe hier den Deckel und hier unten ein feines Metallnetz. Da kann ich beispielsweise den Filter einlegen und auf diesen Filter eine Lösung träufeln. Möglich ist Dronabinol zum Inhalieren, aber natürlich auch irgendwas anderes, was angesetzt ist. Häufiger ist allerdings natürlich der Fall, dass Medizinalcannabis inhaliert werden soll, Blüten. Die muss ich erstmal fein mahlen. Das ist natürlich jetzt kein Cannabis. Das ist einfach Knasterkräutertabak. Fein gemahlen mit dieser Mühle kann ich den hier reingeben. Verschließen. Die Füllkammer drücke ich hier oben rauf. Drehe einmal fest, dann ist sie fest. Und lasse das Ganze schon mal hochheizen. Hier unten ist die Temperatur, die erreicht werden soll. Da ist die aktuelle Temperatur. Hier kann ich die Solltemperatur erhöhen. 210 ist für Cannabisblüten meist so eine ganz gängige Größe. Jetzt lass es erstmal warten. So, die Solltemperatur ist erreicht. Bevor ich hier unten über die Taste R den Ballon vollfülle, muss ich den natürlich erstmal verbinden. Hier der Ballon, passt hier oben direkt drauf. Und jetzt wird er sich gleich aufpumpen. Beenden wieder über R. Jetzt nehme ich ihn hier ab und verbinde das Mundstück. Es hält jetzt erstmal fest, da kommt keine Luft raus. Entspannt atmen und dann etwas länger im Mund behalten, möglichst den Rauch nach dem Aufziehen. Oben die Füllkammer erstmal entfernen und unten wieder ausstellen. Jetzt dauert es ein bisschen. Der Volcano Medic fährt sich langsam runter, das heißt, Temperatur wird niedriger, damit das Ganze nicht in der Verpackung weiterglüht. Und damit habe ich es geschafft.